Das ist jetzt lustig. Gegen Abend macht ihr am Wegesrand eine ungewöhnliche Entdeckung. Ein bunter Händlerwagen steht achtlos abgestellt am Wegesrand und keine Seele ist zu sehen. Das gefällt mir gar nicht. Boeing Deal, sieh du dich dort um, ich bleibe auf dieser Seite. Tung Deal, nimm du dir die Umgebung hier vor und sei vorsichtig. Ja. Wir betrachten erstmal die Umgebung. Dein Blick streift über die Straße und die Wälder auf beiden Seiten. Außer den Zwillingen, die sich ihren Weg in Rufweite durch das Unterholz bahnen, kannst du niemanden sehen oder hören. Ja, untersuchen wir mal den Wagen. Der Wagen an sich ist unbeschädigt, ebenso die Deichsel. Doch die Bänder und Leinen, die normalerweise die Zugtiere halten, wurden sauber durchtrennt. Ja. Und dann gucken wir mal nach Spuren auf dem Boden. Um den Wagen herum siehst du viele Spuren im Matsch. Hufspuren und Spuren von Menschen in schweren Stiefeln. Mindestens ein halbes Dutzend Langer haben sich dem Wagen von links und rechts aus dem Wald genähert. Ja, Langer, das sind Menschen. Gut, dann gucken wir mal in den Wagen. Das schwächer werdende Tageslicht von draußen erhellt das Innere des Wagens nur wenig. Es riecht nach Leder, Gewürzen und Kerzen. Und da liegt auch noch ein anderer Geruch in der Luft, den du nicht zuordnen kannst. Er erinnert dich an deine Schmiede in Lord Ionans Stollen und auch wieder nicht. Es herrscht Durcheinander, aber nicht mehr, als du bei einem alleinstehenden Zwerg erwarten würdest. Das Bett ist zerwühlt, auf der kleinen Werkbank türmen sich Werkzeuge und Materialreste. An der rechten Wand hängen mehrere Schränkchen. Am Ende des Wagens gibt es einen großen Kleiderschrank und links neben der Tür eine schwere Holzkiste mit angerosteten Metallbändern. Ja, da fehlt der Text. Gucken wir erst einmal die Hängeschränke an. In den kleineren Schränken türmen sich jede Menge Dosen und Schachteln, alle gefüllt mit Kleinkram, den der Händler auf seinen Reisen an den Mann oder die Frau bringen wollte. Nichts von Interesse. Das war schon mal nichts. Gucken wir die Truhe. Als du testweise versuchst, den Deckel der Truhe anzuheben, erkennst du, dass das Schloss aus dem Holz gebrochen wurde. Du öffnest den Deckel und blickst hinein. Zwischen Kleidung und einigen leeren Schachteln findest du einen Lautenkasten mit einer schönen Laute, wie die Menschen sie bauen, sowie einen Beutel mit Brot und gepökeltem Fleisch. Ja, nehmen wir einfach mal beides mit. Du nimmst die Laute an dich. Du kannst nicht spielen, aber solch ein Instrument ist gutes Gold wert. Ja, ist es. Und die Nahrung auch. Du nimmst auch das Brot und das gepökelte Fleisch mit. Der zusätzliche Proviant sollte euch für einige Tage versorgen. So, und jetzt den Kleiderschrank. Den habe ich das erste Mal letzte Mal vor der Truhe untersucht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es drauf hinausgelaufen ist, aber jetzt untersuche ich ihn. Du greifst zum Knauf des Kleiderschranks und hältst inne. Deine Füße haben auf dem Teppich vor dem Schrank ein Geräusch gemacht, als seist du in eine Pfütze getreten. Du versuchst zu erkennen, was den Vorleger getränkt hat, als plötzlich die Tür des Schranks aufspringt und etwas gegen dich prallt. Der Aufprall lässt dich einen Schritt zurück machen und die Erkenntnis, was dich getroffen hat, gleich noch zwei weitere. Vor dir liegt der Körper eines Zwerges, ohne Kopf. Der Kopf wurde sauber vom Hals getrennt. Der Zwerg trägt Kleidung, die dich eher an einen Menschen erinnert, und sie zeigt keinerlei Wappen, das ihn einem Stamm zuordnen würde. Du kanntest ihn nicht, aber solch ein Ende hat niemand verdient. Deswegen wollte ich ihn eigentlich vorher abfangen, aber daraus ist ja leider nichts geworden. Weil ich hätte gern mal mit ihm geredet. Der Kopf wurde sauber abgetrennt, vermutlich mit einer scharfen Klinge. Ein Blick in den Kleiderschrank bestätigt dir, was du schon vermutet hast. Der Kopf des Zwergs ist nirgends zu sehen. Ja, verlassen wir den Wagen. Und rufen die beiden Jungs zurück. Ein kurzer Pfiff lässt die Zwillinge im Laufschritt herbeieilen. Du berichtest ihnen, was du entdeckt hast. Es war eine Gruppe Reiter hier, mit schweren Stiefeln. Ich habe Mord im Wagen gefunden. Er wurde geköpft. Ich habe den Verdacht, dass die Söldner aus Brachstein etwas damit zu tun haben. Verdammte Zwergentöter! Du siehst Boindil an, dass er jemanden dafür bezahlen lassen will und du kannst seine Gefühle nur zu gut verstehen. Ihr wickelt den Leichnam in Leinen, hebt ein Loch im Wald aus und legt den Leichnam hinein. Ihr gebt ihm ein paar seiner Werkzeuge und andere persönliche Gegenstände mit, die ihr im Wagen gefunden habt. Ihr wünschtet, ihr könntet mehr für ihn tun. In düsterer Stimmung setzt ihr eure Reise fort. Genau, das war nämlich die Geschichte. Du hast eine schreckliche Entdeckung gemacht. Ein Zwerg, ein fahrender Händler, wie es scheint, wurde ermordet. Sein Kopf ist verschwunden. Woher auch immer sie wissen, dass er Mord heißt.
Irgendwas ist gerade verbuggt. Ich speichere mal ganz kurz. Spiel wurde gespeichert, hä? What? Ja. Jetzt kann ich LP 003. Das hat nichts daran geändert, deswegen lade ich den auch gleich mal. In der Hoffnung, dass der jetzt nicht irgendwie korrumpiert ist, der Spielstand. Das würde mir nämlich gerade noch fehlen. Ah, nein, geht wieder. So. Dann gehen wir hier hin. Zwischen einigen Weizenfeldern befindet sich vor einem Gehöft eine Streuobstwiese. Ihr seht keine Arbeiter auf den Feldern, doch ein junger Mann liegt unter einem Apfelbaum. Er hat die Beine übergeschlagen und einen Strohhut auf seinem Gesicht liegen. Da liegt er. Fragen wir ihn mal nach den Söldnern. Hallo, Entschuldigung, wir suchen nach einer Gruppe Söldner. Sind Sie hier vielleicht vorbeigeritten? Der junge Mann schreckt auf. Offensichtlich war er eingenickt. Er schaut sich besorgt um. Als er euch erblickt, weicht die Furcht von seinem Gesicht und wird von Neugierde ersetzt. Dir scheint, als versuche der Mann, euch abzuschätzen. Und was habe ich davon, wenn ich euch antworte? Das ist übrigens derselbe Synchronsprecher wie der Trunkenbold in der Taverne. Die hatten wohl leider nicht so viele Synchronsprecher für die deutsche Fassung, was aber nicht schlimm ist. Vielleicht 30 Goldstücke, wie wäre es damit? Du würdest deine Beine behalten, das klingt doch nicht schlecht, oder? Wir können auch den Hofbesitzer fragen, wenn dir das lieber ist. Ich bin irgendwie versucht mal zu sagen, du kannst deine Beine behalten. Aber ich glaube, da machen wir es mit uns mit Boeing da schlecht und mit Boeing ein bisschen besser, weil der würde ihm garantiert die Beine abschlagen. Ach komm. Du ziehst deine Axt und einen Moment später tun die Zwillinge es dir gleich. Sie scheinen zu merken, was du vorhast. Wir haben wenig Zeit. Rede. Der Mann funkelt dich böse an. Er ringt mit sich, ob er dir etwas an den Kopf werfen soll oder nicht. Schließlich ringt er sich zu einer betont gelassenen Antwort durch. Norden. Sie sind in den Norden geritten. Gut. Boindil grinst und auch du bist mit deinem Einschüchterungsversuch zufrieden. Ihr steckt die Äxte weg und setzt euren Weg fort, während der junge Mann euch mit einem trotzigen Blick nachschaut. Ja, hat das was an meinen Beziehungen geändert? 45, 35, ja, ich glaube, das hat es bei ihm schlechter gemacht und bei ihm ist es gleich geblieben. Wäre eigentlich fast ein Grund, neu zu laden. Hier kann ich nämlich dann auch gleich einfach mal die andere Variante zeigen. Also das, was ich damals im Privatspiel gemacht habe. Das war jetzt einfach mal nur zu Testzwecken, was passiert. Ich mag übrigens diese Hintergrundmusik. Nö, das hat gar nichts geändert eigentlich. Aber gut. Ziehen wir weiter. Zwischen einigen das kenne ich. Frage Hallo, den Mann nach den Söldnern. Und dann drohen wir mal mit dem Hofbesitzer. Wenn du uns nicht weiterhelfen kannst, fragen wir gerne den Besitzer des Gehöfts. Wir sagen ihm, der im Schatten schlafende Mann von der Obstwiese hat uns geschickt. Was denkst du? Der Mann betrachtet dich abschätzend. Dann macht sich ein schiefes Grinsen auf seinem Gesicht breit. Schon gut, ihr habt mich erwischt. Die Leute sind nach Nordwesten geritten. Aber bitte, sagt Meister Mull nichts. Dafür gibt es keinen Grund, wenn du die Wahrheit gesagt hast. Nordwesten also. Ihr setzt eure Reise fort, während sich der faule Gehilfe wieder ins Gras sinken lässt. Ja, Nordwesten, das ist Klintal hier. Und das wird jetzt auch wieder lustig werden. Als ihr das Dorf Klintal betretet, fällt euch als erstes auf, wie ruhig es ist. Ihr seht kaum Menschen auf der Straße. Und die wenigen, die zu sehen sind, verschwinden sofort in ihren Häusern, als ihr näher kommt. Boindil zieht seine Beile
und Boindal seinen Krähenschnabel. Etwas stimmt hier nicht. Seid wachsam. Geht weiter ins Dorf. Ihr geht weiter, bis ihr den Dorfplatz erreicht. Schweigend treten von rechts und links Männer auf den Platz und schneiden euch den Weg ab. Du erkennst den Anführer der Söldnertruppe wieder, der euch mit zufriedenem Gesichtsausdruck mustert. Neben ihm steht ein gebrechlicher Mann mit ergrautem Haar, der von der Situation überfordert zu sein scheint. Er setzt mehrfach an, etwas zu sagen, doch ihm scheinen einfach nicht die richtigen Worte einzufallen. Mal sehen, ob ich es diesmal hinkriege. Was soll das werden? Wollt ihr uns auch töten? So wie den Händler? Sage nichts. Das letzte Mal habe ich gemacht, wollt ihr... Was soll das werden? Wollt ihr uns auch töten, so wie den wollt Händler? Wollt ihr uns genauso töten, wie ihr den fahrenden Händler getötet habt? Der Anführer der Söldner schüttelt traurig den Kopf und wirkt erschüttert. Ihr Scheusale wollt uns diese Tat anhängen? Ruchlose Mörder! Mörder? Komm her, Zwergentöter! Wollt ihr eure Schandtat etwa leugnen? Ihr wurdet beobachtet, wie ihr den armen alten Mord, einen euresgleichen, kaltblütig ermordet habt. Der alte Mann deutet unnötigerweise auf den Söldneranführer, als gäbe es einen Zweifel, wer der angebliche Zeuge ist. So, das letzte Mal haben wir sind Zwerge und Zwerge würden anderen Zwergen so etwas niemals antun. Das habe ich im Privatspiel genommen. Wir haben Mords Leiche gefunden. Wir sind auf dem Jagd nach seinen Mördern. Ich glaube, ich muss das hier nehmen, um das Richtige herauszubekommen. Ihr wollt uns beobachtet haben, habt nicht eingegriffen und stellt uns Tage später mitten im Nirgendwo eine Falle? Ihr wollt uns also bei einem Mord beobachtet haben, habt aber nicht eingegriffen? Dann habt ihr uns überholt und stellt uns erst hier, mehrere Tagesreisen entfernt vom Ort des Geschehens, eine Falle? Diese Geschichte ergibt wenig Sinn. Wir wussten, dass uns die guten Menschen von Klintal im Kampf gegen euch beistehen würden. Mord war bekannt und geschätzt in dieser Gegend. Aber woher wusstet ihr, dass wir ausgerechnet nach Klintal kommen würden? Würdet ihr wirklich uns folgen, wäre das nicht möglich. Wenn hingegen ihr die Verfolgten seid, dann war es euch ein leichtes, unsere Schritte in diese Falle zu lenken. Da ist was dran, Medoran. Warum? Der Dorfälteste bricht mitten im Satz ab, als der Anführer der Söldner sein Schwert zieht. Der Dorfälteste starrt vom Söldner auf euch, dann gibt er seinen Männern einen Wink, sich zurückzuziehen. Okay, diesmal hat es geklappt. Im Privatspiel habe ich nämlich auch die gesamte Bevölkerung des Dorfes auf mich gehetzt. Und ich durfte nicht zu viele davon töten, sonst war die Schlacht fehlgeschlagen. Das machte das Ganze extrem schwieriger. Vor allem, weil die auch ein bisschen Schaden austeilen konnten. Dieses Mal habe ich aber nur die Söldner hoffentlich gegen mich. Die 12 Stück, was es sind. Passt auf die Bogenschützen auf! Ja. Du kriegst... den Gegenstand. Mhm. Dann machen wir mal kurz Pause. Gucken mal, ob hinter uns was ist. Ja, hinter uns sind Dorfbewohner. Die sind aber neutral. Die haben mich das letzte Mal angegriffen, was nicht schön war. Und Boindal hat immer noch eine Wunde. So gut wie erledigt! So, Söldner. Sehr gerne. Zu einfach. So, haben wir ordentlich zu. Was ist? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Und zwei sind schon mal weg. Das ist Pech für dich. Oh. Das ist wiederum nicht so gut. Das. So gut wie erledigt. Sehr gerne. Wo ist denn nicht? Oh, Boindil gerade wieder raged. Was denn? Hossa! Zu einfach. So gut wie erledigt. Sehr gerne. So, die Bogenschützen umgehen wir mal. Kämpfen lieber in der Gasse hier. Was denn? Oh. Er rage schon wieder rum. Oh, oh, oh. Boindil. So gut wie erledigt. Rückt zu. Einverstanden. Ja? In Ordnung.
So, den kriegst du auch noch tot. Aber klar. Dann könnt ihr euch mal ein bisschen regenerieren hier. Was ist? Ja, das ist wirklich ab und zu mal nötig, dass man darauf wartet, dass sich die Jungs ein bisschen hochheilen. Hm? So gut wie erledigt. Wieder unterwegs. Aber die meisten haben wir schon Glück schon erwischt. So gut wie erledigt. Ein Abstand. Was denn? Aber klar. Und ich gebe zu, durch den Regen ist das arg schlecht zu sehen, das Kampffeld. Das wird in dem YouTube-Video nachher ziemlich übel aussehen. Zu einfach. Was denn? Ja? So. Erledigt. Jetzt ist nur noch eine übrig. Ja. Sofort. Und den kriegt Boindil alleine weg. So. Das war dieses Paar wesentlich einfacher. Zumal es nur ein paar schwache Menschensöldner waren, keinem Ork-Meute. Der letzte Söldner geht zu Boden, doch Boindil ist noch immer im Kampfrausch. Du und Boendal müssen ihn gewaltsam zurückhalten, bis er wieder zur Vernunft kommt. Sonst würde er in die Häuser stürmen, um mehr Gegner zu finden. Du gehst zu dem Leichnam des Anführers der Söldner und durchsuchst seine Taschen. Nach nur wenigen Griffen wirst du fündig und holst einen Brief hervor. Ein anonymer Käufer sucht Zwergenschädel, sauber abgetrennt, geschoren und mit Honig in Gläser eingelegt. Es werden 1000 Goldmünzen für jeden Schädel bezahlt. Khan, Kopfgeldjäger Gildenmeister. Das ist... Kopfgeldjäger, die Jagd auf Zwerge machen? Abscheulich. Mhm. Ja, zeigen wir mal den Dorfbewohnern den Brief, dass sie uns in Ruhe lassen. Du hebst den Brief gut sichtbar in die Höhe. Seht, Bewohner von Klintal! Der Beweis, dass diese Männer die Mörder sind. Es sind Kopfgeldjäger auf der Jagd nach Zwergen. Der Dorfälteste kommt, flankiert von anderen Dorfbewohnern aus einem der Häuser. Du ignorierst ihre Waffen genauso wie ihre finsteren Blicke und übergibst den Brief. Es scheint, ihr sprecht die Wahrheit. Und ihr habt nur jene getötet, die uns betrogen haben. Ich danke euch. Der Dorfälteste gibt einer Frau ein Zeichen und wenig später kommt sie mit Essen und einem Beutel Gold zu euch. Nehmt das als Dank für eure Taten. Ich würde eigentlich nur das Essen nehmen. Oh, Tungdil hat Level Up. Das heißt, er kriegt, glaube ich, jetzt auch eine neue Fähigkeit. Jo. Da sehen wir ihn auch mal außerhalb des Kampfes rumstehen. Ja, Sprungangriff oder Anstürmen? Sprungangriff ist nicht so toll. Ich nehme lieber Anstürmen. Weil da kann er sich dann durch Gegner durchbahnen und in eine bessere Position bringen. Und macht auch ein bisschen Schaden. Nachher wird es dann halt lustig, wenn Tungdil den Verteidigungsbonus hat. Oder den Schadensbonus. Das letzte Mal habe ich den Verteidigungsbonus genommen. Vielleicht nehme ich dieses Mal den Schadensbonus. Hier nehme ich aber nachher wieder den Anführer, damit alle in der Nähe mehr Schaden machen. So, anstürmen. Ein bisschen Nahrung, ein bisschen Gold. Und ja, wir haben mysteriöse Reiter abgeschlossen. Es war ein Kopfgeldjäger. Irgendjemand macht Jagd auf Zwerge im geborgenen Land. Widerlich. Wer wird gejagt und warum? Quest beendet. Jo. Die Quest halt zu beenden ist so eine Sache. Deswegen geht es jetzt erstmal nach Porista. Wir sind jetzt übrigens in Liosnudien angekommen, nicht mehr in Ionanda. Und soweit ich weiß, genau liegt auch Liosnudien in Gauragard. Das ist hier der große Schriftzug. Und nicht mehr in Idoslan, wo wir hier unten waren. Da drüben ist noch Ribastur. Und Sangpur. Ja. Und irgendwo müssten wir auch noch auf... Ja, Toboribor stoßen später.
Das ist das Orkland übrigens. Kann ich auch gleich mal zeigen, ob ich es finde, dass... Ja, genau, hier ist Son Balsur, die Zitadelle der Albe im Perished Land. Und ja, hier hat das Ganze angefangen, hier bei den Fünften. Beim steinernen Torweg. Und irgendwo müssten dazwischen auch noch die Elfen sein. Wobei ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wie der ihr Land hieß. Ob es Alandur war? Auf jeden Fall sitzt sie irgendwo zwischen dem toten Land und dem Menschen. Verkeilt. Aber ja, ich kann erstmal Porista aufsuchen. Das ist nämlich Nudins Sitz. Also Nudin haben wir im letzten Test kennengelernt, den schwabbligen Magier. Und dann kann ich weitergehen nach hier oben. Und von da aus dann nach Grünhain. Und ja, der Zwergenhändler bleibt da eben stehen. Kalkbach und alles andere ist jetzt sicher. Ich weiß nicht, warum man die Quest nicht abschließen kann. Also nach Porista. Je näher ihr Porista kommt, desto belebter werden die Straßen. Viele der großen Gebäude in der Stadt überragen selbst die hohe, sandfarbene Stadtmauer. Aber ein Gebäude überragt sie alle. Der Palast. Seine Kuppel strahlt weiß in der Sonne. Er ist der Sitz des Rates der Magi und mit seinem zentralen Turm, der weit in den Himmel ragt, dient er Reisenden schon aus 50 Meilen Entfernung als Wegpunkt. Ihr kommt bis zum Palast des Rats, doch vor dessen Toren werdet ihr von einer Wache angehalten. Der Rat der Magi hat sich versammelt, um sich um das Tote Land zu kümmern. Er darf nicht gestört werden. Das Tote Land? Ihr meint die Barriere? Gibt es Probleme damit? Die Wache zuckt mit den Schultern. Wird nichts sein, was der Rat nicht lösen kann. Ja, mehr erfahren wir auch nicht. Scheinbar. Weil ich war noch nie ein Porista, muss ich zugeben. Ich habe nämlich immer mit den Vorräten gegeizt. Erneut führt euch eure Reise nach Porista und zum Palast. Doch der Eintritt wird euch wieder verwehrt, da der Rat der Magi noch immer tagt. Ja. Ich kann mir noch das Dorf da unten angucken. Ah, so sieht man sich wieder, werter Zwerg. Tungdil, nicht wahr? Interesse an unseren Waren? Ja, ich komme aber wenigstens mit denen zusammen. Die haben allerdings leider nichts Neues im Angebot. Ich kann ihnen aber die Laute verkaufen.